Das Wort Tod existiert für mich nicht. Für mich ist es letztendlich nur ein Vorausgehen in die Heimat. Fink-Eisinger, Sie sind seit etwa 30 Jahren als Persönlichkeitstrainerin tätig. Zu Ihrem Motto gehört starke Schale, starker Kern. Aber im Jahr 2017 gab es ein einschneidendes Ereignis, das sehr viel in Ihrem Leben verändert hat. Ihre Tochter Tamina ist damals in der Folge eines Reitunfalls gestorben. Für Sie war das der Anfang eines neuen Lebensweges, der sehr, sehr viel verändert hat, über den ich gern mit Ihnen sprechen würde. Aber zunächst möchte ich Sie bitten, zu erzählen, was damals im April 2017 geschehen ist. Ja, Sie haben schon richtig gesagt, es ist ein unverhofftes Erlebnis geschehen mit unserer jüngsten Tochter. Zwei Töchter haben wir und die Tamina ist 1998 geboren und da war sie dann 18,5 Jahre und wie meine Tochter sagte, meine andere Tochter, die Tamina hat gerade so eine perfekte Welle. Also es war gerade so alles schön, wunderschön. Sie hat ihren Traumberuf angefangen, ihre Ausbildung. Sie wollte Pferdewirtin werden. Sie hat ihr eigenes Pferd gehabt. Sie hat einen wunderbaren Stall sich ausgesucht, wo sie die Ausbildung machen konnte. Hat ein kleines Auto bekommen. Ich möchte damit nur sagen, es war gerade so, einfach alles gerade, wie sie sagte, so kann es weitergehen, Mama. So, das war so öfters mal ihr Satz, den sie gesagt hat. Und am 15. April, da hat sie am Karfreitag haben noch gesimst und da sagte sie, du Mama, ich brauche jetzt wirklich ein paar Tage Mama-Zeit, weil sie viel gearbeitet hat. Es ist ein anstrengender Beruf. Und dann habe ich noch gesagt, du, dann komm doch noch heute Abend heim. Das brauchst du jetzt nicht noch ein paar Stunden am nächsten Tag arbeiten, komm doch heute noch heim. Hat sie auch noch kurz überlegt und sagte sie, ja, na lieber doch nicht, weißt du, ich habe zugesagt und ich möchte jetzt die nicht im Stich lassen, sind eh nur ein paar Stunden, aber dann fahre ich sofort nach Hause. Und ich weiß noch, am 15. April in der Früh, mein Mann ist los und hat ja alles gekauft, was sie halt gern hat zum Essen und es war immer schön zu wissen, sie kommt ein paar Tage, weil sie hat das Haus so belebt mit ihrer fröhlichen Art. Und am Samstag um 9:30 kriege ich einen Anruf, hat es geheißen eben, Silvia, die Tamina ist vom Pferd gefallen und der Notarzt ist da, aber sie wird jetzt mit dem Hubschrauber nach Augsburg geflogen. Und ich habe nur Hubschrauber gehört und ja, dann habe ich sofort meinen Mann angerufen und wir sind nach Augsburg gefahren, sind ungefähr 2 Stunden von zu Hause. Mhm. Und als ich dann angekommen bin oder wir angekommen sind im Krankenhaus, habe ich einen ziemlichen Terz gemacht, weil ich einfach sofort zu Tamina wollte und man hat mich aber nicht gelassen. Und dann habe ich mich halt dementsprechend aufgeführt und dann hat man mich zu ihr rein Klasse in die Notaufnahme und da ist sie dann gelegen, die Augen zu, aber es war soweit nicht verletzt. Es hat so ausgesehen wie immer. Und dann habe ich den klassischen Satz gesagt, Tamina, die Mama ist da, jetzt wird alles gut. Ich denke, das wird jede Mama nachvollziehen können. Mhm. Und der Arzt hat dann zu mir gemeint, dass ich einfach ruhiger werden muss und es ist jetzt nicht so tragisch. Wir versetzen sie jetzt in ein künstliches Koma, damit dieser Kopfdruck runtergehen kann. Aber das ist eigentlich mehr. Also da hatten Sie wirklich noch Hoffnung? Ja, absolut. Mit der Aussage vom Arzt, es ist eh nicht so schlimm. Ja. Und dann haben wir gewartet, bis wir auf die Station gehen konnten. Es sind ein paar Stunden vergangen. Und als wir dann in das Zimmer gekommen sind von Tamina, boah, das war schon. Also von wegen so ein bisschen, gell? Also. Das waren dann 5 Tage in dem Koma und man hat uns dann gesagt, am 5. Tag,
dass die Werte soweit stabil sind und man würde sie dann jetzt bald wieder zurückholen wollen. Man kann das nicht einschätzen, wo sie dann steht und was alles auf uns zukommt, aber so, also es war schon mit viel Hoffnung die 5 Tage. Mhm. Ja. Und am 19. April war an dem Tag waren dieses Gerät, wo sie angeschlossen war, das hat dann sehr unruhig gepiepst die ganze Zeit und die Schwester meinte, man muss das Gerät, glaube ich, neu einstellen. Da ist vielleicht was zum, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und ich habe mir dann erlaubt, ein Kinderlied zu singen. Das war sie gern, was beide Kinder gern mochten. Und während dieser Zeit waren alle Ausschläge ruhig, eher gleichmäßig. Gleichmäßig, danke schön, genau. Und ich war fertig und der Stefan sagte, also Silvia, das mit dem Singen, das ist einfach nach wie vor nicht besser geworden. Aber Tamina hat es wohl gern gemocht, weil es scheint wohl sich jetzt beruhigt zu haben. Und ich war fertig. Und der Stefan sagte so, ich habe das Gefühl, als ob Tamina kämpft. Sag ich, wie kommst du denn drauf? Und dann sagt er, ja, so fühlt sich das an. Irgendwie kriegt er so ein Gefühl. Und dann habe ich angefangen zu weinen, habe gesagt, also Tamina, wegen mir darfst du nicht kämpfen. Ich habe auch wirklich nur mich bezogen. Wegen mir bitte nicht kämpfen. Und dann kam die Schwester rein und meinte, ja, wenn Sie einen Kaffee trinken wollen, wir müssen da ein bisschen was einstellen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir nützen die Zeit und gehen Kaffee trinken und sind dann in die Cafeteria gegangen. Und sie würde uns dann auch recht bald wieder, könnten wir wieder zurückkommen. Und nach einer halben Stunde wurde ich unruhig und ich habe dann in der Zeit in der Cafeteria zweimal dieses Lied gehört, Hinter dem Horizont geht's weiter. Und sag auch noch, jetzt kommt das Lied schon wieder. Also es ist untypisch, dass ein Radiosender so schnell ein Lied hintereinander spielt. Hab das registriert, aber hab's gar nicht weiter bewertet. Warum auch? Also, aber es ist Ihnen aufgefallen? Ist mir aufgefallen, ja. Und dann sind wir zurückgelaufen. Dann hat es noch geheißen, warten Sie noch einen Moment. Und da sind wir in einen extra Raum noch mal rein. Und dann kam auch recht schnell der Arzt und teilte uns mit. Dass die Wiederbelebungsmaßnahmen einfach nicht, sondern dass sie gestorben ist. Und das war natürlich so von gestorben. Wir haben ja Hoffnung gehabt, dass sie ja wieder. Und ich möchte noch dazu sagen, in diesen 5 Tagen, als sie im Koma war, da habe ich schon für mich ganz normal mit Tamina geredet. Also zum Beispiel, als wir wollten einmal losfahren und waren auch schon aus der Haustüre draußen und dann habe ich gesagt, du warte kurz zu meinem Mann, ich gehe nochmal zurück und leg mir Wimperntusche auf. Und mein Mann sagte, also Silvia, das ist jetzt wirklich, jetzt haben wir wirklich was Besseres zu tun. Er sagt, ja, ich habe auch keine Lust. Aber Tamina hat gesagt, Mama, mach dich doch ein bisschen hübsch. Ich habe es so gern, wenn dich ein bisschen deine Wimpern schminkst. Das habe ich dann gemacht. Hat wohl nicht lang gehalten, weil die Tränen geflossen sind. Aber ja, für mich war das ganz normal. Ich habe das auch gleich geäußert, aber Tamina hat es gesagt und habe das auch nie komisch befunden. Für mich war das selbstverständlich. Ich habe es ja gehört. Also ich habe ja diese Aufforderung von Tamina wahrgenommen. Und diesen Satz, den ich da geäußert hatte, wegen mir brauchst nicht kämpfen, der hat mich schon sehr, sehr stark belastet zu der ganzen Situation, weil ich mich dann schuldig gefühlt habe, dass ich gesagt habe, du musst nicht kämpfen. Aber insgesamt war das doch dann eine Situation für Sie und Ihren Mann, dass Sie einem Schock gleichgekommen ist. Wie sind Sie damit umgegangen? Also ich möchte jetzt auch ganz bewusst nicht nochmal so tief hineingehen, weil das ist, ich glaube, auch da fehlen mir die Worte dazu, um das so zu benennen, was diese Ansage und diese Tragweite mit unserem Verlust von unserer Tamina ausgemacht hat. Das kann ich nicht beschreiben, Herr Hömer. Aber dieses Plötzliche, dieses Unvorbereitete und mit anderen Gedanken,
wie wir diese Tage im Krankenhaus hatten, das war für die ganze Familie einfach zu viel. Ich hatte einen Traum, den würde ich gerne erzählen, weil der für mich eine ganz starke Tragweite hat. Am dritten Tag, als ich im Koma war, habe ich geträumt, dass ich im Auto gefahren bin und nebendran war Tamina und die Tamina saß so seitlich, so ganz entspannt, locker und hinten war auch eine Person, so habe ich es als Person empfunden, aber ich habe diese Person nicht gesehen und ich fahre so und plötzlich war die Straße zu Ende und sie ging so steil nach unten und ich habe mich nur so vorgebeugt und sehe diese steile Straße. Und ich gucke rüber und sage, Tamina, um Gott, ist das steil, meine Güte. Und sie sagte dann, Mama, schaffst du das? Nur diese Frage, Mama, schaffst du das? Und ich habe gesagt, ich weiß nicht. Und dann weiß ich nur noch, dass ich unten angekommen bin und ich habe gesagt, ja. Und dann war der Traum zu Ende. Und den hatte ich sehr stark immer präsent bei mir. Ohne dass ich das bewusst abgerufen habe, aber der wurde mir immer wieder, kam der so im Inneren hoch. Und also für mich gibt es kein Glaube, sondern für mich ist es die Wahrheit, dass die Tamina mich gefragt hat. Und ich glaube, sie hat es dadurch auch ein Stück weit mit abhängig gemacht. Es ging von mir aus, ob ich es schaffe oder nicht, dass vielleicht mein Mann oder mitgefangen gewesen ist mit meiner Kraft, die ich dann aufbekommen habe, um es zu schaffen. Mhm. Ja. Sie waren durch Träume und auch durch den gewissermaßen selbstverständlichen Kontakt, inneren Kontakt zu Ihrer Tochter gewissermaßen vorbereitet. Wie war denn damals Ihre Weltanschauung? Waren Sie ein religiöser, spirituell orientierter Mensch? Also ich selber habe keine Religion gehabt. Ich habe auch die Institution Kirche abgelehnt, wurde auch ganz offen zu Hause kommuniziert. Und ich, also das Wort, ob ich spirituell war, also ich glaube, jeder Mensch besitzt in irgendeiner Form eine Spiritualität. Wie die ausgeprägt ist, ist nochmal eine andere Sache. Das Wort Gott selber gab es in der Hinsicht für mich nicht, aber für mich gab es eine natürliche Anbindung. Aber mit der habe ich jetzt nicht intensiv gelebt. Innere Stimme ist vielleicht auch ein gutes Wort dafür. Ich habe immer vehement abgelehnt und ich habe auch keine Klienten angenommen, die mit Verlust zu tun hatten, weil ich es selber einfach so nicht erlebt habe. Meine Eltern und Großeltern durften mit 80 Jahren gehen und das war für mich dann so der Kreislauf des Lebens. Und ich selber wollte mich nicht auseinandersetzen, dass mir das vielleicht auch passieren könnte oder mit meinen Kindern. Das habe ich einfach abgeblockt. Und ich habe mich auch nicht beschäftigt, ob es ein Leben danach gibt. Ich war, heute würde ich sagen, ich war auch ein Stück weit hochmütig oder arrogant, weil mein Leben war einfach immer so gut, dass ich gesagt habe, ich habe doch mit heute so viel zu tun. Warum soll ich denn über das danach nachdenken? Ich kam auch gar nicht dazu, als Tamina vorausgegangen ist, drüber nachzudenken, sondern da ich ja Tamina von Anfang an so natürlich gehört habe und sie immer für mich in einer Form da war, heißt es nicht, dass ich nicht in einem heftigen Leid verfallen war. Aber sie war trotzdem immer da, ohne dass ich aber in der ersten Zeit da intensiv nachgefragt habe, wie bist du denn da? Das ging auch in der Zeit nicht, sondern da musste ich ja erstmal wieder auf die, sage ich mal, auf die Beine kommen, um überhaupt fähig zu sein, weiter erfahren zu wollen. Dass Sie Ihre Tochter gehört haben, dieses Gefühl der Präsenz, gehört ja zu dem, was man heute als Nachtodkontakt bezeichnet. Wie haben sich denn diese Kontakte dann weiterentwickelt?
Am zweiten Tag, als Tamina gestorben war, war meine ganze Familie am Fluss und jeder hat sich so separat seine Ecke gesucht. Und da gab es eine Botschaft von vielen Botschaften, aber das war eine Botschaft, wenn ich immer wieder gezweifelt habe, und ich habe lang gezweifelt, ob ich das alles wirklich höre und empfange oder ob das nur von mir so eine Fantasie ist oder ein Wunschgedanke. Habe ich ja viele Monate verbracht in diesem Zweifel. Das war ja zusätzlich zum Leid ja noch sehr erschwerend. Aber da gab es diesen einen Satz, den sie so früh sagte. Und da sagte sie: Mama, ich habe meinen Teil der Aufgabe jetzt erfüllt und jetzt wirst du deinen Teil der Aufgabe erfüllen. Das war grausam. Das war so grausam für mich, das zu hören. Ich habe da, als ich das gehört habe, habe ich geschrien: Was höre ich da? Ich will doch als Mutter nicht sagen können, mein Kind ist vorausgegangen, weil ich jetzt den Teil der Aufgabe erfüllen kann. Das finde ich so widernatürlich. Also alles, was ich wollte, ist: Komm du, erfüll dann du weiterhin deine Aufgabe, aber doch nicht, dass du vorausgehst und ich jetzt noch weiter da sein darf, um meinen Teil zu erfüllen. Ich glaube, da kann mich jede Mama auch verstehen. Hat das dann für Sie nochmal wie ein Abschied gewirkt? Nein, das war so dieses Bewusstsein, dass ich noch etwas zu tun habe, aber sie gehört zu der Aufgabe, die ich noch zu erfüllen habe, ja dazu. Und sie ist jetzt gegangen, das war für mich, also ich kann es auch gar nicht anders beschreiben, einfach nur grausam zu hören. Und als ich sie gefragt habe, warum bist du denn gegangen? Du hattest doch gerade so ein schönes Leben, weil letztendlich war ja ihr Sterben nicht wirklich erklärbar. Also auch von der Obduktion her, man konnte nicht wirklich sagen, ah, okay, das war der Grund dazu. Das heißt, man konnte nie genau rekonstruieren, was eigentlich passiert ist. Also man konnte keine klare Antwort deswegen geben. So hat uns ja auch der Arzt damals die Nachricht gebracht. Er war ja auch fassungslos. Und sie sagte zu mir: Ich habe, Mama, höre, ich durfte und ich konnte mich entscheiden. Und nicht viele können und dürfen. War für mich deswegen nicht besser, das zu hören. Und daraufhin sagte ich: Warum hast du dich denn fürs Gehen entschieden, wenn doch gerade hier alles so schön war? Und da sagte sie: Weil ich was gesehen habe, was schöner war. Also das hat nicht dazu beigetragen, dass ich in eine Trauer gekommen bin, weil die Antworten waren für mich zum einen überhaupt nicht zu begreifen. Also ich habe es nur gehört. Was heißt nur gehört? Ich habe es aufgenommen, aber ich habe es nicht annehmen können. Was kann denn schöner sein, als bei uns zu sein? Und das sind alles Sätze, wo ich mir immer wieder in Erinnerung gerufen habe oder wo mein Mann sagt: Erinnere dich bitte an diese Sätze, weil die können nicht von mir als Mama kommen. So etwas würde man sich nicht ausdenken. Ja, das gar nicht. Das ist, finde ich, total widernatürlich, sowas zu sagen. Und bis ich in dieses Annehmen gehen konnte, sind fast 2 Jahre vergangen. Und diese 2 Jahre habe ich eben in diesem Leid verbracht. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dieses Leid schadet mir selber sehr. Und wollte den Unterschied zwischen Leid und Trauer herausfinden. Und für mich gibt es heute einen Unterschied. Also Leid ist für mich zerstörerisch, weil ich wirklich nur in diesem, auch ich drin bin. Tamina sagte auch einen Satz einmal, weil wir sind sehr früh, haben wir angefangen zu pilgern. Ich konnte gar nicht mehr in Räumen sein. Ich wollte nur noch in der Natur draußen sein und wir sind viele, viele Kilometer gegangen. Wir haben nicht mehr gearbeitet. Und da sagte sie zu mir eines Abends im Schwarzwald: Weißt du, Mama, du beweinst nicht mich, du beweinst nur dein Ego. Und ich weiß noch, wo ich gesagt habe: Jetzt hörst auf, das ist zu viel.
In welchen Lebenssituationen kam es zu diesen Kontakten? Waren Sie da in einer besonderen Meditation oder in einem besonderen Ruhezustand? Oder haben sich diese Kontakte sozusagen aus heiterem Himmel entwickelt? Ja, das Letztere. Also wenn ich meditiert habe oder versucht habe zu meditieren, da habe ich gemerkt, dass ich nicht höre. Da war ich innerlich so unruhig. Da habe auch ich sehr viel Bitte gesagt, habe sehr viel Warum geäußert. Ich wollte immer Antworten bekommen, um das große Ganze zu verstehen, obwohl ich ja Antworten bekommen habe von ihr. Aber die haben mir ja lange nicht gereicht. Ich habe das einfach nicht annehmen können. Und also die Stimme, die habe ich gehört, wenn ich abgelenkt war, wenn ich beim Kochen war, wenn ich beim Spazierenlaufen war, wenn ich gebügelt habe. Das kam immer so unvorbereitet. Und wenn ich dann angefangen habe zu betteln, ich habe auch dieses wirklich Bitte, ich brauche ein Wunder, ich war wirklich, ich bin von einem Wunder zum anderen, wollte ich hetzen, da habe ich auch gehört, nein. Weil du zehrst ja gar nicht von dem, was kommt, sondern du willst ja gleich das Nächste. Also jedes Mal, wenn ich so bewusst drauf gepocht habe, jetzt will ich was hören oder was erleben, dann habe ich das meistens nicht bekommen. Sie sagte auch mal einen Satz, wenn du mich nicht einforderst, dann wirst du mich sogar in einer Pfütze sehen können. Noch schaue ich mit einer gewissen Spannung in die Pfütze. Also ich bin noch nicht ganz im Prozess hinweg, um wirklich da absolut in diesem absoluten Vertrauen zu sein. Ich bin schon für mich weit, aber ich ertappe mich doch immer wieder, dass ich, na, vielleicht heute. Dieses Hören einer besonderen inneren Stimme, war das etwas, was Ihnen vertraut war? Haben Sie auch schon vor diesem Ereignis Stimmen gehört? Nein. Also diese innere Stimme, wie ich am Anfang schon sagte, ich denke, also für mich ist das ja normal, dass die innere Stimme, die Intuition oder der Instinkt in einem Menschen angelegt ist. Und so dieses Miteinander oder diesen Eigendialog zu führen, ist für mich jetzt nicht befremdend. Aber das war nicht etwas, was ich bewusst gelebt habe. Sondern ich habe oft auch zu den Kindern gesagt, wenn ich eine Frage gestellt habe, was sagt denn dein Bauchgefühl? Also ich glaube, da kann sich auch viele Menschen damit sich identifizieren. Aber ich habe nicht damit gelebt, sondern diese Stimme, die ich gehört habe, die ich heute noch höre, aber noch lange nicht mehr so intensiv, wie sagen die ersten 4 Jahre, die ist ja nicht so klangvoll. Und im Grunde ist sie auch klangvoll. Es ist ganz schwierig zu sagen. Also ich höre sie ganz deutlich. Definitiv die Stimme Ihrer Tochter. Ja, heute kann ich sagen, Herr Hömer, es ist nicht die Stimme von unserer Tamina, sondern heute habe ich die Wahrheit, um zu sagen, es existiert ein höheres Sein. Und das sagt es, also das hat auch die Stimme immer wieder zu mir gesagt, ich bin existent. Ja. Auch vehement, immer wieder dieses Ich bin existent. Und für mich ist es heute so, dass das höhere Sein ist immer da und dass ich im Menschsein letztendlich nur eine erschaffene Illusion bin für eine Zeit lang, um einen Spielplan, so wurde es mir gesagt, auszuüben. Ja, der mitunter auch sehr grausam ist. Ich habe die Tamina mal, also zu der Zeit habe ich auch immer bewusst Tamina gesagt. Das hat sich jetzt erst verändert, seit ich das Buch geschrieben habe, dass ich für mich sagen kann, es ist ein höheres Selbst. Ich hatte mal gefragt, wie das denn sein kann, dass wir miteinander kommunizieren. Denn ich habe ja meine Familie auch gefragt, hört ihr sie? Und ich habe auch Freundinnen gefragt und die haben gesagt, nein. Obwohl manchmal welche gesagt haben, so, sie hatten das Gefühl, sie manchmal kurz zu spüren. Das habe ich schon öfters gehört. Das hatte ich jetzt so nicht erlebt, dieses Spüren. Und die Antwort war, weil mein höheres Sein auf der gleichen Frequenz ist wie dein höheres Sein und das verbindet sich. Ich möchte noch mal sagen, dass mir das nicht wirklich zu der Zeit geholfen hat, weil ich zu weit entfernt war
von diesem Begreifen. Heute ist es für mich ganz natürlich geworden. Aber es war so intensiv, dass Sie es sich gemerkt haben und heute anders interpretieren können. Oh, ich habe, und wenn nicht ich das aufgeschrieben habe, dann hat mein Mann mich aufgefordert zu schreiben. Ich habe von Anfang an, auch auf den vielen Wanderungen, ich habe ganz viele Schmierzettel oder Blogs und habe versucht, ganz viel aufzuschreiben. Und ich habe viele, viele Sätze, die ich gehört habe. Auch dieses Ich bin existent, das hat mich sehr geprägt. Oder ein weiterer Satz, der mir sehr viel Kraft gegeben hat, war: Mama, löse dich von meiner menschlichen Form, ich bin. Und wenn ich dann nachfrage, ja, wo bist du denn? Dann bekomme ich als Antwort immer und überall. Ich höre es, nehme es wahr. Heute weiß ich immer und überall, aber zu der Zeit hat es alles nicht besser gemacht. Mhm. Ich habe waren wir in Vorarlberg auf einer Wanderung und da habe ich mir eine Berührung von ihr mal wieder erbettelt. Ich habe gesagt, kannst du mich vielleicht irgendwie berühren? Ist es möglich? Ich habe mich hingesetzt auf die Wiese und ja, war so in diesem, ich möchte ein Wunder erleben. Und mein Mann hat Zeitung gelesen und dann plötzlich ist vor mir, ich habe die Augen aufgemacht, also ich hatte die Augen zu und habe die Augen aufgemacht, weil ich was an der Nase gespürt habe. Und mein Mann ist aufgestanden, weil er Angst hatte. Und vor mir war ein Hund mit seiner Nase an meiner Nase. Und dann haben wir nur einen Pfiff gehört und der Hund ist weggerannt. Und mein Mann guckt mir an und sagt, was war das denn? Und ja. Das war Weinen vor Freude. Ich meine, das kann man natürlich interpretieren, wie man es möchte, das ist ganz klar. Nur wenn man so in einem Wunsch drin ist, eine Berührung zu bekommen. Und für mich ist es... Das ist ja auch etwas sehr Typisches für Nachtodkontakte, diese sogenannten Zufälle. Ja, aber für mich gibt es keinen Zufall und somit auch keinen Unfall. Also das existiert für mich nicht. Denn für mich ist ja heute mein Dasein mit dem Bewusstsein, dass alles, also ob ich jetzt abends Spaghetti esse oder Lasagne, das ist nicht das Thema, sondern die fundamentalen Ereignisse, die sind für mich alle vorherbestimmt. Und zwar durch mein eigenes höheres Sein. Sie haben ein Buch erwähnt, das Sie geschrieben haben. Es hat den Titel Mama, lass uns die Welt erobern. Wie kam es dazu? Also der Titel allein finde ich ja schon immer wieder zum Schmunzeln. Mama, lass uns die Welt erobern, ist auch ein Satz, den ich gehört habe auf einer Wanderung. Und ich weiß noch, wo ich gesagt habe, super, wie soll denn das gehen? Wie können wir denn in dieser Form, du da, ich hier, da war ich noch in der sogenannten Trennung, die es ja gar nicht gibt, aber so habe ich es empfunden. Und ja, das war am 19. April und ich habe kurz davor gehört in der Nacht, es wird Zeit, ein Buch zu schreiben. In der Nacht. Und am nächsten Morgen habe ich das meinem Mann gesagt, du, das war heute Nacht irgendwie keine Aufforderung, es war eher ein Befehl. Und mein Mann sagte, ja, dann schreib doch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich soll über unsere Termina schreiben. Ja, hat er gesagt, das ist doch gut. Und dann habe ich gesagt, das ist doch nicht gut. Ich weiß ja gar nicht, wie. Schreibe ich einen Ratgeber oder wo fange ich denn an und wie würde ich, ich habe keine Ahnung, außerdem wollte ich auch nicht, weil ich großen Respekt hatte, noch einmal in die ganzen emotionalen Momente zurückzufallen. Also ich wollte nicht. Und dann habe ich angefangen am 16. April das Buch zu schreiben in der Früh und ich war sehr widerwillig, habe den Laptop aufgeschlagen, habe zwei Sätze habe ich geschrieben und habe zugemacht und habe so nach oben geschaut und gesagt, so, seid ihr zufrieden? Ich habe ja angefangen. Und wollte mir einen Kaffee machen und auf dem Weg dorthin hat es geheißen, schreib das Buch. Und ich habe gesagt, ich habe ja angefangen. Was wolltest du denn von mir? Und dann bin ich wieder zurück, habe aufgeschlagen, habe ich gesagt, dann müsst ihr mir schon helfen. Und komischerweise habe ich immer von ihr gesprochen. Also ich habe von der Mehrzahl gesprochen. Und wird mir so bewusst, warum von mehreren. Und dann hat es geheißen, hallo. Und dann habe ich gesagt, ja, hallo. Nein, Silvia, du sollst hallo schreiben. Dann habe ich hallo geschrieben und habe dieses Hallo noch zweimal gehört, nur anders betont. Und genau so habe ich es geschrieben. Tja, und dann durfte ich knappe 4 Wochen nichts anderes tun, als dieses Buch schreiben. Ich habe nicht gewusst, wie viele Kapitel, ich habe überhaupt gar nichts gewusst. Und daraus
wurden dann 26 Kapitel mit für mich einer ganz faszinierenden Geschichte. Also ich durfte auf eine Reise gehen, die hat RR geheißen. Die Reise RR für Erkenntnis und Erfahrung. Und jedes Kapitel, was ich fertig hatte, habe ich meinem Mann, wenn er abends gekommen ist, ich konnte es kaum aushalten, ihm das vorzulesen. Und mein Mann ist ziemlich rationell, ist ein Techniker, und er war jedes Mal sehr berührt. Und hat er gesagt, Silvia, das ist unglaublich. Sag ich, ja, das finde ich auch, aber das bin nicht ich. Also ich brauche mich da jetzt nicht mit fremden Federn schmücken, weil ich ja selber nicht weiß, was ist der nächste Satz, den ich schreiben darf. Es wurde mir durchgegeben und durfte ganz viele Botschaften, die ich bis dato gehört habe, in diese Geschichte einfügen. Also es ist eine Geschichte geworden, reine Autobiografie. Ja, mit vielen biografischen Momenten, mit vielen biografischen Auszügen. Und ich habe dann auch die Sätze, die ich ja in diesen letzten 4 Jahren dann gehört habe, auch fett gemacht, um einfach damit auch zu demonstrieren, die haben mich in den letzten 4 Jahren sehr stark getragen. Was sind denn zusammenfassend die wichtigsten Gedanken, die wichtigsten Botschaften, die Sie mit Ihrem Buch vermitteln wollen? Also zum einen glaube ich, dass das Buch wirklich nur für die Menschen auch Sinn macht, die bereit sind, eine erweiterte Perspektive zuzulassen. Das ist das eine. Und Menschen, die im Leid sind, für die wird das Buch sicherlich auch nicht gut sein. Also sondern einfach dieses, wie sagte sie, fliegt mit mir über den Tellerrand. Also aufzumachen und zu sagen, okay, da gibt es noch mehr. Botschaften, wo mich sehr stark getragen haben und immer noch das tun, das ist ein Satz oder eine Frage. Was glaubst du denn, Mama? Weil du ständig stellst du die Frage, wo ich jetzt bin, wie das jetzt aussieht, wo bin ich? Also ich war ganz viel in diesem, wie darf ich mir das vorstellen, wie das Ich Bin aussieht? Und dann kam von ihr die Antwort, immer fragst du, wo ich jetzt bin. Frag dich doch mal, wo ich davor war. Ich habe noch gar nie, als diese Frage kam, darüber nachgedacht. Davor, ich war so ganz klassisch verhaftet, Mama, Zeugung, Geburt, ich. Das war für mich eine komplett, diese Frage hat mich so überfordert. Und dann war nur die Antwort, da wo ich vorher war, da bin ich jetzt auch. Und somit hat für mich die Kraft des Ich Bins, dieses höheren Seins, immer mehr zugenommen, hat immer mehr auch an Stärke bekommen dadurch. Und wenn ich das jetzt in einer Botschaft vermitteln sollte, was das Buch für mich bedeutet, das Wort Tod existiert für mich nicht. Für mich ist es letztendlich nur ein Vorausgehen in die Heimat. Das habe ich jetzt gerade gesagt, gell? Ja, doch, das ist für mich so. Es ist wieder einfach nur ein Zurückgehen oder ein Vorausgehen in die Heimat. Sie haben einen schrecklichen Verlust erlitten. Können Sie auch darin heute einen tieferen Sinn erkennen? Ich würde mich bezeichnen, dass ich vor dieser Erfahrung, in die ich hineingehen musste, also für mich war das heute aus der Perspektive, dass es einfach zu meiner Erfahrung dazugehört, finde ich nach wie vor schon immer noch eine harte Ansage von mir. Aber was ich sagen möchte, ich habe diese Angst, die habe ich schon sehr stark reduziert, die ich vorher schon hatte. Also, weil ich mich ja nicht damit auseinandergesetzt habe, war das für mich, dass eins meiner Kinder nicht mehr da sein konnte, das war für mich die schlimmste Vorstellung überhaupt. Also, und das ist nicht weg, aber es ist reduziert. Weil wie kann ich denn heute noch in der Angst verstrickt sein, wenn die Tamina mir sagt oder die Stimme, die ich gehört habe, mir sagt, ich habe etwas gesehen, was schöner war. Letztendlich gehe ich wieder zurück in die Heimat.
Das sind ja alles so wertvolle Ansagen. Da frage ich mich, oh Gott, warum werden wir hier so groß mit diesem Denken? Also es wird ja auch zelebriert, eine Beerdigung mit diesem ganz großen Leid. Es gibt ja Kulturen, da wo Freude dabei ist. Es bedarf wirklich meines Erachtens an viel mehr Offenheit. Ich weiß, dass es ein Widerspruch ist, offen zu sein fürs Sterben, aber das ist das, was uns alle miteinander verbindet. Auch ein schöner Satz von Tamina war, du hast mich geboren, du hast mich bekleidet und du wirst mich verabschieden. Damit hat sie mich aufgefordert, die Beerdigung selber zu machen. Ja, das war, aber letztendlich, ja, sie hat zu Recht, wer kennt sie denn besser als die Familie oder die Freunde? Und wir sollten vielleicht in unserer Gesellschaft ein wenig mehr bereit sein, uns mit dem Abschied, nicht, dass wir uns ständig damit gedanklich befassen, sondern wir sollten einfach dieses Bewusstsein der Endlichkeit in dieser Form, in der Materie, meine ich, mehr natürlich einfügen lassen. Und das meines Erachtens fehlt's. Und ich glaube, dass ich heute sagen, oder nicht ich glaube, sondern für mich ist das heute auch der Grund, warum ich hier sitze. Das ist, denke ich, der Teil der Aufgabe, den sie gemeint hat. Denn die Tamina sagte schon, als sie noch hier war bei uns als Tamina, Mama, ich höre dir so gerne zu beim Reden. Ich habe immer Vorträge gemacht und Seminare, da war sie oft dabei, wo ich gesagt habe, mein Mädel, das kennst du doch schon. Da hat sie immer gesagt, na Mama, ich höre dir gerne zu. Und ich glaube, das war auch von ihr so gemeint, dass ich rausgehen soll und erzähle über unsere Erfahrungen. Sie haben mich am Anfang gefragt, ob ich nach dem Leben, nach dem Tod und so weiter nie nachgedacht habe. Nein, das habe ich nicht. Aber ich wurde aufgefordert, darüber nachzudenken, und zwar nur über diese Telepathie. Auf einer Wanderung habe ich gehört, und es war die Stimme von Taminas höherem Sein. Sie sagte, kannst du dich noch erinnern, als ich meiner Freundin die Uhr beibringen wollte? Und da habe ich gesagt, ja, das weiß ich noch. Und ich habe mich noch gewundert, und wir haben uns alle gewundert, weil Tamina hat kein Interesse gehabt, anderen was beizubringen. Sie konnte andere Menschen so herrlich sein lassen. Und dann sagte sie, und weißt du noch, wer dir die Zeit beigebracht hat? Und ich bin stehen geblieben und habe gesagt, ja, interessante Frage, das war mein Opa, ich war 5 Jahre. Was willst du mir denn sagen? Da sagte sie, ja, und in der Zeit, wo du mit deinem Opa in der Bauernstube warst, da hat er dir doch immer von seinem Sohn erzählt. Also mein Opa hatte 2 Söhne, einer davon war mein Vater. Da sage ich, ja, ich kann mich noch erinnern an den Onkel Eugen, der vermisst gemeldet wurde im Krieg. Sage ich, was ist denn? Mein Mann war hinter mir, aber er hat nur gemerkt, ich war ganz vertieft in ein Gespräch, hat also nicht wirklich was verstanden, immer nur so ein paar Fetzen. Und dann sagte sie, erzähl doch die Geschichte nochmal. Die habe ich dann laut gesagt. Mein Onkel Eugen war 1945 im April an der Front und er kam zurück auf Heimaturlaub und er war 18,5 Jahre. Zu der Zeit, also er war sehr jung, und er kam zurück und mein Opa hat dann was arrangiert, dass er nicht mehr in den Krieg gehen sollte, und ist dann zu seinem Sohn hin und hat gesagt, hier hast du ein Attest, oder weiß nicht, ob das Attest damals geheißen hat, brauchst nicht mehr an die Front. Und Onkel Eugen hat es zerrissen und hat gesagt, ich würde mich schämen, wenn ich zu Hause bleiben würde, und so viele Kameraden haben Familie und liegen jetzt im Graben, und er ist wieder gegangen. Und dann kam eine Postkarte, die letzte Postkarte von ihm aus Frankreich, und da stand drauf, das ist das, was ich gehört habe, von meinem Opa damals, ich bereue meine Entscheidung. Ich habe gesagt, aber was, ich begreife alles gar nicht, was soll ich damit anfangen? Und dann hat sie gesagt, weißt du noch, Mama, wo ich gesagt habe, ich durfte und ich konnte mich diesmal entscheiden? Ja, habe ich gesagt, und was hat jetzt das mit, ich habe nichts verstanden. Und dann sagte sie, weil ich Onkel Eugen zuvor war. Das, ich konnte auch nicht mehr stehen. Es war für mich, ich weiß nicht,
Das heißt, Sie sind jetzt auch von der Reinkarnation überzeugt? Ja, total. Ich hätte es aber wahrscheinlich von niemandem annehmen können, wenn mir das jemand erzählt hätte. Mein Weg geht ausschließlich, dass ich es selbst in mir erfahre und durch mich selbst erfahre, um heute für mich sagen zu können, das ist meine Wahrheit. Für mich gibt es gar keine, also das stelle ich überhaupt nicht mehr in Frage. Sie haben zweifellos viel erlebt, was Ihr Weltbild verändert, Ihre Sicht erweitert hat. Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Sie haben einen fürchterlichen Verlust erlitten. Sehen Sie auch darin einen tieferen Sinn? Da benenne ich jetzt ein Zitat von Leo Tolstoi, der sagte: Erkenne den Samen deines Leides, sonst wird dein Leid sehr schmerzhaft bleiben. Und damit möchte ich gern Ihre Frage beantworten. Alles, was dem Menschen widerfährt, dient zu seiner persönlichen Entfaltung, zu seiner Entwicklung, zu seinem Wachstum. Und ich sage, dass wir deswegen hier sind, wie auch immer dieses Leid aussieht, aber es gibt immer einen Samen darin. Und dieser Samen, der dient für das persönliche Wachstum. Das habe ich erkennen dürfen. Wie haben Sie Ihre eigene Entwicklung erlebt, die aus den Kontakten und Erkenntnissen resultiert ist? Ja, also es sind mehrere Blickwinkel. Also bei mir ich habe mich einmal auch selber gedreht. Ich war ziemlich starr vorher in meinen Denkenstrukturen, habe vielleicht auch viel in Schwarz-Weiß gedacht. Und durch unseren Verlust oder durch das Vorausgehen von Tamina habe ich eine größere Toleranz bekommen. Denn dieser Satz, auch einen Satz von ihr, heißt: Nehmt das Leben spielerisch und tänzerisch. Es ist letztendlich nur ein Spiel und ein Tanz. Fand ich sehr interessant, um es mal so zu sagen. Das Leben ist ein Spiel und ein Tanz. Lässt mich heute vieles leichter, toleranter, gelassener ansehen, wo ich bestimmt vorher vieles mit Nichtigkeiten mein Leben erschwert habe. Ich habe viel Priorität vorher gehabt an Ernsthaftigkeit, die heute für mich es nicht mehr wert sind, darüber nachzudenken. Sich um das Wesentliche wieder, und das Wort finde ich sehr stark, Wesentlichen, also das höhere Wesen, mit dem bin ich heute so in Bindung, so klar geworden, dass ich das, was ich als Mensch erfahren darf, auch mit einem Lächeln, ja, soweit möchte ich mir das erlauben zu sagen, einfach nicht mehr alles so ernst zu nehmen. Das habe ich auch übrigens auf den Grabstein machen lassen. Tamina, du hast uns gelehrt, das Leben nicht so ernst zu nehmen. Ich denke, das ist auch eine ganz große Lehre, die ich erfahren musste. Mhm. Sie selbst haben einen sehr umfassenden Perspektivwechsel erlebt. Glauben Sie, dass ein solcher auch für unsere Gesellschaft wichtig wäre? Ja, also das ist auch mein Bestreben. Das merke ich auch, das treibt mich auch an. Also ich bin überzeugt davon, ich bin ja nicht die Einzige, die das erlebt, in Form von Botschaften. Es gibt so viele Geschichten, wo Menschen ihre Wahrnehmung, ihre Empfindungen erleben. Aber wir leben in einer Gesellschaft, wo das wirklich noch so in ein Tabu-Schublade gesteckt wird. Ich habe ja selber lange Zeit gedacht, ich habe Fantasien, Hirngespinste, das kann es doch nicht sein. Auch ein Stück weit vielleicht auch Scheu gehabt, dass andere denken, ich bin verrückt. Und das sollten wir definitiv in eine Natürlichkeit umändern. Unsere Kinder sollten mit diesem Kommen und Gehen, so wie ich es auch gehört habe, Kommen und Gehen, beide Seiten sind schön. Wir sind ja gekommen, um wieder zu gehen. Also das ist etwas, wo wir ja alle wissen. Aber wir verhalten uns sehr wieder natürlich und wollen es auch ablehnen. Ich finde, dass jeder Mensch
Egal, was er wahrnimmt von seinen vorausgegangenen Lieben, über das sollten wir frei und ungehemmt sprechen dürfen, ohne deswegen bewertet zu werden. Weil jeder Mensch, der das erlebt, dem gibt es so eine Kraft, das ist eine Quelle, eine Kraftquelle, das gibt Hoffnung. Und wie können wir, wenn ein Mensch Hoffnung und Kraft empfindet, das mit Negativen bewerten? Das ist mir ein völliges Rätsel. Und wenn wir miteinander mehr in diese Kommunikation gehen würden, dann wäre vielleicht auch dieses Sterben nicht mehr so mit dieser großen Tragödie behaftet. Also das ist so auch das, was ich heute fühle. Ich möchte nicht, dass Sie jetzt denken, ich freue mich drauf zu gehen, sondern ich weiß einfach, dass ich gehen darf. Das hat, verstehen Sie, das ist für mich ein Unterschied. Und ich weiß auch heute, das kann jederzeit passieren. Und ich möchte nicht mehr sagen, irgendwann mal, sondern wenn ich etwas erleben möchte, dann macht es jetzt. Weil irgendwann gibt es vielleicht nicht mehr. Spüren Sie heute immer noch eine Beziehung zu Tamina? Zum höheren Sein von ihr? Ja, also wir reden auch nicht mehr gar so häufig. Denn was dazugekommen ist, dass ich mittlerweile auch mit meinem höheren Sein spreche. Also, weil ich ja weiß, dass ich auch ein höheres Sein habe. Aus dem komme ich ja. Und mit dem rede ich mittlerweile sehr viel. Und auch laut, auch wenn ich spazieren laufe. Ich habe keine Scheu mehr darüber zu sprechen. Welche Reaktionen haben Sie denn bekommen, nachdem Sie Ihr Buch veröffentlicht haben? Waren das ausschließlich Wohlwollende oder gab es auch solche, die gesagt haben, na, jetzt hat sie ganz abgehoben? Also ich kann sagen, dass die Mehrheit ist wirklich mit ganz viel Danke. Viele Menschen schreiben mir, dass sie danke, mit dem Danke, dass sie selbst dadurch das, was sie erlebt haben, jetzt nicht mehr zweifeln. Das konnte ich wohl somit vermitteln. Das ist ja das auch, was ich möchte. Und ja, natürlich gibt es auch Mitteilungen, die sind nicht schön. Und mein Mann hat sich da mehr aufgeregt über die unschönen, wo ich immer gesagt habe, schau, das ist wie mit dem Blatt Papier. Schaust auf den einen Punkt am Blatt Papier oder schaust das ganze Blatt Papier an, und ich habe mich für das ganze Blatt Papier und nicht für die paar Punkte entschieden. Es gibt immer Menschen, die das bewerten. Also eher negativ, aber das ist überhaupt für mich nicht mehr wichtig. Es ist wichtig, dass ich nur über das rede, was ich selbst erlebe. Das ist mir sehr wichtig. Und ich kann auch und möchte auch nur diese Wahrheit, die ich selbst in mir trage, diese möchte ich nach außen tragen, die nur durch mich selbst kommt. Ich war ja mal für ein paar Wochen in Asien, um in diese komplette Auseinandersetzung zu gehen, was sich als sehr hart dann auch sehr schnell herausgestellt hat, weil ich ja nur noch mit mir alleine war und mit dem, was ich gehört habe. Da hat mein Mann mir sehr gefehlt, weil der Austausch mit einem anderen Menschen hat mir dann zu der Zeit erstmal aufgezeigt, wie wichtig das zu meiner Heilung gehört. Also wir brauchen letztendlich immer einen Menschen, der uns annimmt, wie wir sind. Und da bin ich damals zu einem buddhistischen Mönch gegangen und der erzählte mir schon mit einer ganz Natürlichkeit, mit einem Lächeln auf dem Gesicht über die Wiedergeburt. Ich habe ihn nur angeschaut, habe gedacht, guter Mann, was ist mit Ihnen los? Da war ich noch lange nicht so weit. Also auch da nochmal zu sagen, ich hätte wahrscheinlich immer im Zweifel, wäre ich drin geblieben, wenn ich es nur von außen erlebt und gehört hätte. Wie sehen Sie heute dem Tod entgegen, anders als 2017? Komplett. Das ist eine Rundumdrehung von der Silvia geworden. Es ist für mich kein Schreckensszenario mehr. Das Wiedersehen hat ja schon längst begonnen. Eine Trennung ist absolut unmöglich mit dem höheren Sein. Der Mensch ist immer in Bindung, das heißt, diese imaginäre Nabelschnur, die ist immer vorhanden. Und das hier, das ist nur etwas für eine kurze Zeit. Aber das höhere Bewusstsein, was immer schon da war und immer da bleiben wird, das ist letztendlich, um was es geht. Ich hatte im Buch mal gefragt, als ich gehört habe, ich bin die absolute Liebe, habe ich im Buch wurde ich aufgefordert nachzufragen und habe gesagt, immer in der Liebe zu sein, ist das nicht nur ein bisschen langweilig? Und ich bin hat gesagt,
Deswegen habe ich ja dich, Silvia. Ich finde, das bringt es so auf den Punkt. Das heißt, der Mensch kommt hierher, um all das, was es erfahren möchte, zu erfahren. Und ich finde es, wenn ich mir selber zuhöre, ich finde es schon ein wenig grotesk, weil ich rede ja hier nicht von einem abgebrochenen Nagel. Und trotzdem sitze ich hier und spreche darüber. Weil ich heute weiß, dass die Erfahrungen in dieser Materie, in der wir nun mal drinstecken, dienen letztendlich nur für eine viel höhere Entwicklung. Sie haben keine Angst mehr vor dem Tod? Zu sagen, keine, wäre jetzt sicherlich gelogen, aber sie ist schon sehr klein geworden. Vor was soll ich denn Angst haben? Frau Fink-Eisinger, ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, danke für die Einblicke in Ihr Leben. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön.